So, herzlich willkommen zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sind im Hype und wir sind hier angekommen und haben gesehen, wie eine Karawane von der alten Burg Richtung Ortschaft Ratai gezogen ist. Sie sind anscheinend herausgestichen aus der Burg. Für meine Ansicht ein bisschen fragwürdig, aber wir schauen, was kommt. Wir werden jetzt einmal die Zeit überspringen. Wir wurden schon einmal angemahnt, dass wir schlecht im Aufpassen sind. Dann sagen wir einfach mal Zeit überspringen. Wir wollten ja eigentlich sowieso bis 7 Uhr schlafen. Vielleicht regnet es dann auch nicht mehr. Das machen wir jetzt mal. Oh, 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 oh. Alarm! Ich sehe nichts. Ich glaube, da kommt der Angriff. Was war das? Oh Gott. Jetzt geht's los. Oh, da ist er wieder, der Anblick. Holy shit. Sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen? Indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie das du ist willst. So ein Arschloch. Ich sagte ich das. Werde eure Worte dem irgendwann König überbringen. Komme ich dazu in und der ich Hoffnung, kann dass er sie so aufnehmen möge, ich werde ihr es euch erhofft. Bestimmt. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl.
Na, ist das damit abgeschlossen oder nicht? Bin gespannt. Reicht anscheinend. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Tja, dann haben wir auch das erfüllt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht und wo wir uns unsere Reise hier jetzt vorstellen. So, wir haben auch wieder ein paar Aufgabenquests, wo wir wahrscheinlich irgendwo hingehen sollen. Nämlich sprich mit Herrn Robert. Wo ist er denn, der Herr Robert? Ist er das? Da ist er noch. Halt, stopp. Gelobt sei Jesus Christus. Nein. Weshalb griff Sigismund Scarlet an? Deshalb brannte Sigismund Scarlet nieder und kam dann hierher. So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. Nee, König schon. Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Was weißt du denn bitte über die Kumanen? Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. So ist es. Geht immer um Macht und Geld. Herr Robert, ich muss nach Scarlet's. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. So. Ich muss meine Eltern begraben. Meine Eltern starben dort. Und ich lasse nicht zu, dass die Hunde über sie herfallen. Grundgütiger Junge.
Willst du dein Leben für jene wegwerfen? Ich habe meinen Ruf verschlechtert dadurch. Jeez. Das hätten sie kaum gewollt. Vergiss es. Ach, dann beenden wir das Gespräch. Scheiße. So. Wir haben es verkackt. So, was machen wir nun? Gucken wir mal den Codex. Karte interessiert mich mal bitte. Das mich auch. Oh, hier guck mal, hier ist so ein Rufding, glaube ich, ne? Ist ja cool. So. Das ist hier anscheinend der Kampfplatz. Schön. Ein unerforschter Ort. Geradeaus und links. Mhm. Auf jeden Fall endlich wieder schönes Wetter. Das ist hell, das ist schön. Wir bleiben lieber da draußen. Ist das in Ordnung? Das war offenbar ein Händler. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Schauen uns mal die Gegend hier erstmal an. Was wir hier so Tolles sehen. Dürfen wir hier raus, Kollege? Oder eher nicht so? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich muss hier raus. Und ich läge gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Ja, alte Arschbacke. Mann. Ich möchte nicht zahlen. Weißt du nicht, wer ich bin? Ah. Muss meine Eltern begraben. Hat letztes Mal geklappt. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. War ein Erfolg. Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn Teilenberger okay. voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut, ich versuche etwas aufzutreiben. Das ist interessant, ne? Er sagt das schon, yo, gibt es hier ich lasse dich hier raus. Wenn du so aussiehst wie ich, dann erkenne ich dich nicht. Nett. Herz. Besonders wenn du Geld hast. Für alles andere geh zu Votava. Er ist kratzbürstig wie eine nasse Katze. Kann dir aber so gut wie alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Er ist leicht zu erkennen. Er sieht aus, als hätte er in seinem Leben noch nie eine anständige Mahlzeit gehabt. Ich bin gespannt. So, wegen Sigismunds Armee. Die Sache mit Sigismund ist letzten Endes gut ausgegangen, nicht wahr? Und wie? Ein guter Anfang. Und als nächstes jagen wir ihn und seine Kriegshuren aus Böhmen fort. Ich weiß ja noch nicht. Okay. Dann viel Glück. Danke. Dann gucken wir mal. Haben wir jetzt hier, schaffe die Teilenberger Rüstung und aus der Wachstube über den Tor. Dann müssen wir bestimmt hätten wir wahrscheinlich letztes Mal schon holen können. Dann müssen wir bestimmt ein bisschen stehlen und schleichen. Schleichen und stehlen.
War's hier? Okay, hier ist niemand. Hängt von Licht und deiner Kleidung ab. Ob du gehört wirst, hängt von der Oberfläche ab, auf der du dich bewegst, und von deiner Kleidung, insbesondere von dem. Okay, ich gucke erstmal, ob keiner kommt. Kommt gerade die Wache? Aber natürlich nicht. So, hier ist eine Wache. Das habe ich mir gedacht, dass er hier vorbeikommt. Die alte Arschbacke. Jetzt muss er nur wieder umdrehen und ich verpiesen. Danke. Sehr schön. Ist denn da jemand drin? Was war das? Geh doch bitte weg. Geh. Komm. Biele. Komm weg da. Kann ich denn Leute wegschicken? Das wäre interessant. Kann ich die irgendwie ablenken? Die Lage war wegen Sigismund heute Morgen recht angespannt. Herr Divisch regelte das meisterhaft. Die Burg sollte einer Belagerung standhalten, aber Sigismund hat verdammt viele Männer. Ja, denke ich aber auch. Söldner, die er da hat? Du meinst die Kumanen? Man weiß nicht viel über sie, außer dass Sigismund sie irgendwo im Osten angeworben hat. Die sehen furchteinflößend aus, was? Das sind sie auch. Ja, auf jeden Fall. So, ich möchte jetzt bitte das Gespräch beenden und ich möchte, dass du gehst. Ich brauche deine Rüstung oder eine Rüstung. Ich schleiche. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube, wir sind nicht aufgefallen. Ich glaube nicht. Aber es ist ja alles offen. Geht auch hoch, ich weiß nicht wohin. Ich will es gar nicht wissen. Nee, ich brauch. Da geht's runter. Komm. Scheiße. Das ist so scheiße. Ist das? Komm, wir versuchen einen Schlag. Ich hab keinen Dietrich. Pfeile. Nutzen wir mal die Leiter. Ne? Ich kann keine Schlösser knacken, wenn ich keine Dietrich habe. Ach, Scheiße. Na gut, dann gehen wir mal zum Händler und gucken, was wir da kriegen und kaufen können. Und vielleicht kriegen wir ja da ein paar Dietriche, um diese Schlösser zu knacken, weil sonst sehe ich da ein bisschen schwarz mit den Klamottis. Wir wollen auf jeden Fall zurück, scheinbar. Da können wir nicht rein. Du ein Händler? Nee, du bist Kamera. Hier sind wir wieder. Eine Sache wollte ich noch gucken. So, wenn ich jetzt hier drin bin, könnte er mir zumachen und hier runtergehe. Weiß nicht, was da ist, ob ich jetzt erwischt werde oder nicht. Vielleicht ist ja die Kleidung noch hier unten. Nicht in Kisten. So viele Sachen mitnehmen, was ist hier los? Oh, Schloss knacken. Wie erwartet. Also nächster Punkt ist dann halt einfach, wir gehen mal zum Händler und gucken, ob wir da die Dietriche kriegen. Wenn nicht, dann mal gelitten.
So. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Hunger. Können wir ein bisschen essen. Bei Rätsel vielleicht. Mir gerade irgendwo Energie oder Hunger oder so. Ein Brötchen können wir auch essen. So, Hunger weg. So, wo ist der Händler? Hier? Hallo? Hallo? Das ist private. Oh, er war schon not amused. Okay. Okay, da oben? Händler? Nein. Quatsch, da ist nicht der Händler. Ein Händler soll hier sein und ich... Oh. Bist du ein Händler? Gelobt sei Jesus Christus. Handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast? Jetzt auch. Gott über dich wachen. Und die Strich ist ganz schön teuer. Warum ist denn die Dreh so teuer? Das ist so ein Ringelblumenaufguss. Ich höre ein bisschen falsch hier. Lässt sich was am Preis machen? Ja. 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 26. Ich möchte 24. Halt, stopp. Stopp. Ich möchte hier 30 kriegen. Was sagst du dazu? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. So. Das ist Zeitverschwendung. Hey. Entspann dich mal. Wir handeln. Wenn du Geld hast. Geht so. Dann will ich ja was verkaufen, Mensch. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Mein Ruf wird nur noch schlechter. So. Ich möchte hier 20 haben. Einverstanden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Noch ein bisschen runter gehen. Okay. Was sagst du dazu? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. What the fuck? Er kommt mir gar nicht entgegen. Arschbacke. Na gut, einverstanden. Okay, gut. Dann haben wir auch das. Habe ich jetzt genug für Dietriche, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nicht... Wenn du Geld hast. Ein Dietrich kann ich mir leisten. Dietrich, oder nicht? Ja, so, ne? Sprechen wir den Preis. Warum nicht? Ja, genau. Bisschen günstiger geht immer. Bisschen falschen. So.
Bisschen. Pech gehabt. Okay. Kaufe ich sie halt so. Ist in Ordnung. Können wir handeln? Das mit dem Fälschen ist noch nicht so einfach, scheinbar. Muss man wohl noch ein bisschen üben. Aber ich brauche hier auf jeden Fall diese. Striche. Warum habe ich denn nicht genug Geld? Bei einer. Ah. Jetzt sehe ich das erst. Ja, 15 echt für einen. Oh, und für meinen Ruf wird noch was draufgeschlagen oder abgezogen. Das ist ja nice. Ich habe jetzt einen Dietrich. Reicht doch safe nur für einmal was aufmachen. Also ich weiß ja nicht. Da lässt mich nicht raus. Ja. Wir werden jetzt in der nächsten Folge einmal schauen, wie wir hier irgendwie rauskommen und weiterkommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Rutzki. Ciao.